Einen angenehmen Samstag, hallo und herzlich willkommen hier auf Corona TV zur Bundesliga-Vorschau. Ausnahmsweise mit Fußballexperte Kurt Gager, der heute der Ersatz für Michi Konzl ist. Servus. Hallo Martin. Servus. Der Grunddurchgang ist mal beendet. Die Punkteteilung vollzogen, eingeteilt in Meister- und Qualifikationsgruppe. Jetzt wollen wir natürlich mal wissen, wer sich zum Auftakt behaupten kann oder nicht. Altach gegen Hartberg ist das Laternenduell, wenn man so möchte. Altach durch den Trainerwechsel von Ludovic Magnier auch noch nicht wirklich in die Spur gekommen. Und auch bei den Hartbergern gab es jetzt den Ersatz für Kurt Russ, der gefeuert wurde, mit Klaus Schmidt, der als Feuerwehrmann einspringt. Werden da die besseren Karten für dich? Naja, das ist tatsächlich momentan wirklich schwer einzuschätzen. Altach tut sich aktuell schwer, dass er in die Gänge kommt, trotz Trainerwechsel. Hartberg dürfte ein bisschen die Panik bekommen haben, weil die letzten Wochen es nicht so gelaufen ist in der Meisterschaft und hat vorzeitig den Trainer gewechselt. Also man sieht schon, ein bisschen liegen die Nerven blank. Und ist sicher in dieser Gruppe ein richtungsweisendes Spiel, vor allem um den letzten Platz oder vorletzten Platz. Also Altach sollte auf alle Fälle mal zu Hause gewinnen. Wären sie gut beraten, weil sonst kann es wirklich zum Tausch kommen, Altach runter aus der Lustenau in die Bundesliga. Und dann gäbe es kein Vorarlberger Derby, sofern die Altacher runter müssten. 5 Punkte hat übrigens Altach Rückstand auf die Hartberger, also mit Sicherheit schon mal ein Entscheidungsspiel. Ja. Das Zweite, was wir haben, ist die Admira zu Hause gegen Ried. Und da hat die Herzog immer wieder ganz gute Leistungen gezeigt, aber nicht wirklich vom Fleck gekommen. Die Rieder haben angeklopft, im oberen Playoff haben es nicht mehr geschafft, aber haben zumindest die beiden Duelle im Grunddurchgang mit 2:1 gewinnen können. Gibt es den dritten Streich? Es spricht natürlich einiges dafür, obwohl ich es dem Hanni Herzog ja vergönnen würde, wenn sie zu Hause mal performen würden, weil das ist ihre Achillesferse, weil ich glaube, die meisten Punkte haben die auswärts gemacht. Aber vielleicht jetzt zum Start der Qualifikationsrunde gewinnen die auch einmal zu Hause. Das wäre ihnen zu wünschen und das würden sie auch brauchen, weil es ist natürlich auch ein Verein, der sehr, sehr große Gefahr läuft, ganz hinten hineinzurutschen. Im Oberösterreich-Derby werden sich der LASK und Ried bald gegenüberstehen. Zunächst wartet einmal auf den LASK eine Heimaufgabe, die auch mit Vorsicht zu genießen ist. Die WSG aus Tirol, ein unberechenbares Team, das sich jetzt zumindest mal in der Bundesliga in den letzten Jahren etablieren konnte. Ist dieses 4:1 gegen Slavia Prag unter der Woche ein riesengroßer Nachteil für den LASK oder vielleicht ein Muntermacher, um zu sagen, jetzt erst recht? Nein, ich glaube, das komplett Ausblenden, dieses Ergebnis gegen Slavia, weil die WSG ist ein ganz anderer Gegner und vor allem, so wie du schon richtig gesagt hast, ganz ungut zu bespielen. Da weißt du nie, wie du dran bist. Ja? Wenn die einen halbwegs vernünftigen Tag erwischen, können sie dich ärgern bis 90 plus. Und wenn du sie vielleicht in eine Ecke bekommst in einem Spiel, wo du relativ schnell eine Vorentscheidung herbeiführen kannst, und das kann man den LASK natürlich zu Hause auch zutrauen, okay, dann hast du leichtes Spiel. Aber hier würde ich, also wenn ich Toto spielen würde, würde ich die auf keinen Fall angreifen, diese Partie. Gut, also es kann wirklich von 1x ja über 2 alles gehen. Ja. Gut, und der LASK, grundsätzlich muss es der Anspruch sein, den 7. Platz zu erreichen. Ist der LASK schon so etabliert jetzt im oberen, in der oberen Tabellenregion, dass es eigentlich eine Enttäuschung wäre, wenn sie es nicht schaffen? Naja, der LASK müsste den gleichen Anspruch haben wie in den vergangenen Jahren, weil es waren ja des Öfteren schon Rapid und die Austria dabei. Das sind doch zwei große Vereine in Österreich und die hatten denselben Anspruch, die Qualifikationsgruppe zu gewinnen. Und ich kann mir nicht, nichts anderes vorstellen, was der LASK haben könnte für ein Ziel in der Qualifikationsgruppe, außer diese zu gewinnen, keine Frage. Und wenn man die Vereine oder die Konkurrenten sieht, na, dann muss man schon sagen, ist der LASK trotz allem über alle Vereine dazu stellen. Von der Geschichte her, von aktuellen Budgetspielern, also alles andere wäre Enttäuschung, ja, für den LASK. Vor allem die restlichen attraktiven Mannschaften in der Tipico Bundesliga haben es unter die Top 6 geschafft. Und wir beginnen hier mit der Wiener Austria, die wieder erwacht ist und der Manfred Schmidt ein gutes Finish hingelegt hat mit 4 Siegen am Stück, um sich somit den 5. Platz zu ergattern. Was traust du den Austrianern zu im ersten Spiel gegen den WRC, wo sie vor 2 Spielen sogar mit 1:0 zu Hause gewinnen konnten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Austria Anfang der Saison gesehen und hätte eigentlich nicht geglaubt, dass sie so schnell in die Gänge kommen.
Aber gute Arbeit von Manfred Schmidt in diesem halben Jahr hat die Mannschaft wirklich konsolidiert und sind, glaube ich, muss man ganz ehrlich sagen, nicht mit Glück, sondern mit Können dorthin gekommen, wo sie jetzt sind in der Meistergruppe. Und ja, jetzt ist sowieso Anspruch gegen WRC zu Hause am Verteilerkreis gewinnen. Sonst kann sie gar keinen anderen Anspruch geben. Ja? Weil was für einen Anspruch soll die Austria sonst haben, als Wolfsberg zu schlagen? Kann man keinen anderen vorstellen. Ja, vom Namen her auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es einen alten Bekannten, der im Kärntner Mittelfeld die Fäden zieht, mit Michael Lindl. Einer, der in den letzten Jahren, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass der WRC immer oben angesiedelt ist. Wie wichtig ist der Faktor Lindl, was jetzt auch Standards und Vorlagen betrifft? Ja, man muss ganz ehrlich sagen, Michael Lindl, das ist Wolfsberg. Ja, in den meisten Spielen der letzten Jahre, ja, wo er seine Füße im Spiel hatte, gab es Entscheidungen, meistens zugunsten von Wolfsberg. Ja. Sei es jetzt bei Standardsituationen, selber Tore gemacht. Also er ist der Kopf der Mannschaft. Und man muss wirklich verdammt aufpassen, dass man in einem grünen Bereich für ihn, wo Freistöße möglich sind, so wenig Fouls wie möglich verursacht, weil da ist jedes Mal Alarmstufe rot fürs eigene Tor, wenn der zum Freistoß antritt. Was ist dein Tipp? Austria gegen WRC? 1-1. 1-1, ein klassisches Unentschieden. Eng könnte es auch werden, wenn Peter Parkholz seinen Ex-Verein aus Wien empfängt. Klagenfurt gegen Rapid. Jetzt könnte man natürlich dir die Frage stellen, hat man das Team von Klagenfurt unterschätzt? Oder sind die wirklich so gut? Oder was verbirgt sich dahinter? Na, man muss sagen, ich meine, du hast ja als Aufsteiger immer gewisse Euphorie und der Peter hat die richtig gut kanalisiert, diese Euphorie, hat wirklich von jedem einzelnen Spieler das rausgekitzelt, was möglich ist und summa summarum haben sich die dann über den Laufe der Saison so konsolidiert, dass sie auch schon jetzt eine gefestigtere Mannschaft sind und die sind nicht durch Zufall dort, wo sie sind, unter den ersten sechs. Natürlich, beim letzten Spiel gegen Rapid hatten sie wirklich keine Chance, aber man muss auch fairerweise sagen, Rapid hat eines ihrer besseren Spiele gemacht. Und schön sind beide reingerutscht. Rapid ist drinnen und die Klagenfurt. Ja. Und Peter Parkholt, logischerweise, kenne ich ja wirklich sehr, sehr gut und habe es ihm vergönnt. Peter Parkholt freut sich also auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. Wie wichtig ist es auch, wieder das Wiener Derby im oberen Playoff begrüßen zu dürfen, nachdem es ja nicht immer funktioniert hat? Ja, ich glaube, wer den österreichischen Fußball kennt und auch lebt, der österreichische Fußball ohne Wiener Derby oder nur ein halbes Jahr Wiener Derby und ein halbes Jahr nicht Wiener Derby, das ist ja normal unvorstellbar. Aber man hat gesehen, Fußball überlebt es trotzdem, aber er ist natürlich viel, viel schöner, wenn das Wiener Derby gespielt wird. Das ist das Spiel in der heimischen Meisterschaft in Österreich. Es gibt viele interessante, aber das kann niemand toppen. Austria gegen Rapid oder Rapid gegen Austria. Wie behauptet sich Rapid in Klagenfurt? Was ist dein Tipp? Naja, das ist jetzt wieder eine ganz andere Ausgangsposition, logischerweise. Ich glaube, die Klagenfurter werden auch ihre Lehren daraus ziehen, werden sich mehr zutrauen und könnte schon eine Überraschung sein. Für mich wäre auch eine Überraschung, wenn das X endet dieses Spiel, ja, weil normal ist schon so, dass Rapid auch in Klagenfurt den Anspruch haben sollte, dort zu gewinnen. Und die können auch dort gewinnen, wenn sie einen halbwegs vernünftigen Tag haben. Also alles ist möglich in dieser Begegnung. Zum Abschluss kommen wir zum Topspiel, auch wenn 9 Punkte zwischen dem Tabellenführer und dem Zweitplatzierten liegen und Sturm Graz dann auch noch ausgerechnet im Waldsitzenheim zu Gast ist. Nach dieser 7-1-Klatsche gegen die Bayern wird es dann die Retourkutsche gegen Sturm geben oder ist die Mannschaft, glaubst du, psychisch ein bisschen angeknackst und könnte Probleme bekommen gegen die Grazer? Also ich sage jetzt einmal definitiv nein, weil die müssen das nur richtig einschätzen können. Das war Champions League, ist ein ganz anderes Spiel als die nationale Meisterschaft. Hier sind sie die quasi die Bayern München von Österreich und auch die Spieler dort sind jetzt natürlich von der Einstellung her so programmiert, dass die wollen das so schnell wie möglich vergessen. Und die Mannschaft und einzelne Spieler haben das können, dass das auch schon am Samstag passiert gegen Sturm. Also wieso nicht? Und also alles andere als ein Sieg von Salzburg wäre eine Riesenüberraschung für mich, definitiv. Und der Meistertitel geht definitiv nach Salzburg. Oder was wäre, wenn Sturm jetzt die Sensation schafft und siegt mit 6 Punkten Rückstand? Glaubst du an das Wunder? Gar nichts mehr.
wo soll der Meistertitel hingehen, wie nach Salzburg? Ist ja in Österreich genauso aufgelegt wie in Deutschland mit Bayern, ja? Muss man ganz ehrlich sagen. Also der Meistertitel geht nach Salzburg, da braucht man nicht einmal spekulieren, es ist so. Gut, klare Ansage von Kurt Gager. Besten Dank für deine Expertise. Wir freuen uns auf den spannenden Auftakt in der Qualifikations- und Meistergruppe. Auf Krone.at sind Sie natürlich immer live im Bilde, wenn die aktuellen Ergebnisse wiedergespiegelt werden. Ihnen ein spannendes und vor allem schönes Fußballwochenende. Machen Sie es gut und bis bald.